So, es geht heute weiter mit Let's Play Pokémon, Let's Go Evoli, genau, so ist es. So, eine Sekunde habe ich noch und dann geht's sofort los. So, okay, los geht's mit Evoli. Wir machen heute, kümmern wir uns um die MSN. Willkommen auf der MSN. Warte, hast du auch wieder Ticket? Du zeigst den Matrosen dein Ticket. Vielen Dank. Willkommen an Bord. Oh, herzlichen Glückwunsch. Du bist der 100. Passagier, der heute an Bord geht. Dafür bekommst du dieses Souvenir. Mit diesem Fashion Outfit kann man die frische Meeresbrise gleich viel besser spüren. Ja, einmal Matrosen-Set. Und danke an den Kommentar, dass die Musik vielleicht ein bisschen zu laut ist. Ich habe es jetzt ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe, dass man das auch den Unterschied ein bisschen merkt in der Aufnahme. So, okay. Wir sind auf der MSN. Hey, da bist du ja endlich. Danke nochmal für das Ticket. Dieses Schiff ist echt gigantisch. Es fimmelt nur so von Trainern. Ach, sieh an. Das ist ihr Kev. Und Jan auch. Wo man sich überall mal über den Weg läuft, ne? Oh, hallo Blau. Hast du eine Kreuzfahrt? Nee, nee. Ich wurde aus einer Party auf dem Schiff eingeladen. Ich mache mich aber gerade schon wieder vom Acker. Auf der Party gab es jede Menge Souvenirs zu ergattern. Ja, ich gebe euch gerne mal was ab. Du als ein Yantara-Sabli, was auch immer das ist. Ach, eine Sache noch. Auf der Party habe ich schlimme Gerüchte aufgeschaut. Sagt euch die Rock etwas? Ja, ich habe schon mal gegen die gekämpft. Boah, echt jetzt? Für dich ist das wohl ein Fremdwort, hm? Jedenfalls steht die Rock in eine gefährliche Organisation zu sein. Die Pokémon ausnutzen, um Profit aus ihnen zu schlagen. Aber das ist ja wohl nicht das Letzte. Ich hätte mir diese Loser-Masse näher ansehen. Jetzt seid fast gut auf euch auf. Hm? Verstanden. Bis dann. Gut. Einige der Passagiere sind schon lange an Bord, sodass sie dich nach Abwechslung sehen. Wunder dich also nicht, wenn der ein oder andere zu einem Pokémon-Kampf herausfordert. So, und du machst jetzt was hier? Ach, Team Rocket? Wenn du dich das nächste Mal mit solchen Leuten und nichts holst, mich gefällt dazu, weißt du? Okay, wir können jetzt ja also nur die Zimmer durchforsten. Okay. Stuart, ich hätte gerne was Süßes. Bring mir sie doch bitte eine Vanilleschnitte. Nein, ich bin kein Stuart, ich bin Trainer. Also eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Mein Knuddelhof und ich gehen zusammen auf Reisen. Noch keiner der Kämpfen? Doch, hier. Meine Pokémon schon aus aller Welt. Die musst du dir mal ansehen. Schönheit Alexis. Auf sie. Ja, okay. Mal gucken, was du so hast. Na, jedenfalls setzen wir einen Solidorino ein heute. So, Kopfnuss. Aber gut, okay, jetzt möchte ich wahrscheinlich jetzt einen Rotzuki einsetzen. Nö, das ist nicht okay. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt doch gar ein Rotzuki hinterher. Aber scheinbar dann doch. Ich gehe nach den Erfahrungspunkten. Und jetzt zu Pikachu ein. Ja, aller Welt, genau. Doch zwei Pokémon, die auch hier zu fangen, locker zu fangen sind. Naja, ich habe mein Haus unter der Erde ab. Hoffentlich sieht das Schiff nicht. So, ein weißes Pikachu, man sieht von Streif. Also, abgesehen auch davon wie schlecht. Aber, ich weiß nicht, was er. Trotzdem trifft der Schaufler und damit war es das mit Pikachu. Evoli erreicht Level 21. Evoli möchte Sternschauer lernen. Nö, brauche ich. Nein, ich möchte nicht. So, jetzt. So, Schönheit Alexis ist besiegt. Ich bin total ein Pokémon-Fanat. Du auch? Knopflia. Und eine Menki. Ja, mir fehlt leider noch mal. Was soll die?
Na gut, okay. Dafür kriegst du eine Kopfnuss, Link. Aua. Ist gerade locker. Und noch ein Schnäbelchen hinterher. Oh Mann, bist du stark. Gut, dann haben wir das auch. Und zwar das Ganze für ein Paraheiler. Meine Kinder und ich haben uns eine kleine Weltreise gegönnt. Oho. Achso, das sind deine Kinder, deine Tochter und dein Sohn. Okay. Psst. Ich bin Mitglied der internationalen Polizei. Ich bin Team Rocket dicht auf den Fersen. Okay. Und dann kommen wir zu oben und weiter. Was haben wir denn hier noch so? Haben wir noch Trainerjungen? Und baut dieses luxuriösen Kreuzfahrtschiffes, finden sich alle Trainer aus der Trainer aus aller Welt. Einfach jeder will bei uns mitreisen. Jedes Mal, wenn wir einen im Hafen anlegen, schmeißen wir eine Party und laden Trainer ein, die mit uns feiern dürfen. Auf meinen Reisen ist mir ein riesengroßes, kugelrundes Pokémon begegnet. Ich bin zwar schon viel herumgekommen, aber ein Pokémon wie dieses, das den ganzen Tag steht, ist mir neu. Ja, ich kann mir schon denken, was für ein Pokémon du hattest. Gesehen hast. So, dann gucken wir mal, ob wir hier noch einen Trainer haben. Gar nicht. Nur ein Angler, okay. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Was hast du denn an Land? Was? Ein Carpador. Welch eine Überraschung. Gehen wir mal auf Pikachu, damit der auch noch mal ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt. Ja, momentan hängt er auch ein bisschen sehr zurück. Decke. Aua. Ah, fast. Fast das Kapo da weggeschockt. Das kleines Carpador. Das war's für mich. Jetzt noch ein Item. Oh, ein Beleber. Okay. Ach cool, man kann sowas mehr sehen. So, also aus den Fenstern raus. Cool. So. Was haben wir denn noch hier? Wer die geheime Technik Spaltschnitt meistert, der kann Schräucher klein hacken. Achso, ja, das ist die wahrscheinlich die neue Technik statt die VM zerstört. Es gibt ja keine VMs mehr, es gibt ja hier nur noch Techniken. Ja, das lernen wir noch kennen. Ich habe schon Leute gesehen, die auf Pokémon über das Wasser gereist sind. Mhm. Dann haben wir hier zwei Trainer. Der Wettschreiben mit der Jugend hält mich fit. Gentleman Smith. Mit einem Ponyta. Na gut. Nur eine kleine Anmerkung zu diesem Let's Play. Übrigens, es geht nur noch weiter bis zum 23. Oktober. Weil dann geht es weiter mit dem zweiten Teil Schneelande der Krone in Pokémon Schild. Also wir werden dann eine kleine Pause machen und werden dann irgendwann weiter einsetzen, wenn wir dann da durch sind. So nebenbei gerade. Der 23. Oktober ist ja angekündigt. Oh, das war ein Kampf, da fühlt man sich gleich jünger. Ist ja angekündigt das zweite DLC. Das war ja gespielt, was wir schon letztlich haben. Den ersten Teil zumindest. Und ja, dann geht's dann definitiv weiter. Also mit Pokémon Schild, ja. Genau. Okay, weiter geht's mit Let's Go Evoli. Stark oder seltene Pokémon, sehen wir doch mal, worauf du Mehrwert legst. Ein
Gentleman Parker mit einem Sunburn. Ja, ich versuche heute die, tatsächlich das komplette Schiff zu machen. Versprechen kann ich definitiv nicht, ob es klappt, aber wir schauen einfach mal. Ja, wir sind Luft. Eieiei. Dann möchte er uns Sand wirbeln. Komm, noch eine Kampf noch hinterher. Ja, komm, in der Top geduldig, sonst leck mich doch, weißt du? Ich hab noch keinen Pokémon, was dazu passen kann. Jetzt können wir auch nicht. Durch die Dings durch, durch die den Sandwirbel durch. Schreck doch mal zurück, jawoll! Und jetzt. Komm, hau das weg jetzt endlich. Na aber. Gott sei Dank. Tschüss! Kleine Sander. Ich zieh meinen Hut vor dir. Ciao. Was haben wir hier noch drin? Ah, ich muss vorstellen. Ne? Ein Nugget! Ich glaube, wir haben schon eins. Wir haben, glaube ich, noch eins, was wir verkaufen können. Aber ich glaube, wir haben genug Geld irgendwann zwischendurch. Na gut, dann geht's jetzt weiter mit dem nächsten Trainer. Hast du schon mal den Go-Park bei Fuchsheim das Hütchen besucht? Es gibt doch viele seltene Pokémon zu sehen. Nein, hab ich noch nicht. So, bin ich noch gar nicht im Spiel. Mein Papa und ich finden den Go-Park total super klasse. Ich will am liebsten gleich wieder hin. Das ist wohl die Safari-Zone. Ich habe vorhin den Kapitän gesehen. Er sagte, er sei übel. Er war kreidebleich. Anscheinend werden mehr Leute seekrank, als man denkt. Okay, hier schauen wir nicht weiterzukommen gerade. Also, wir kommen schon weiter, aber das möchte ich noch nicht machen, weil da geht es mit dem Kapitän hoch. Ich möchte deswegen erstmal noch die weiteren Trainer besiegen hier. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Vielversprechende Talenten sieht er sogar, wie man die geheime Technik Spaltschnitt meistert. Genau. Oh, Evoli hat was gesehen. Evoli ist ganz aufgeregt. Evoli will sich offenbar weiter vorne auf dem Schiff umsehen. Gut, dann machen wir das doch. Ich guck mal, mit meinem Team kurz mal ein bisschen ändern. Bewegen. So, das heißt, Pikachu mal da vorne ziehen, damit wir mal ein bisschen leveln können. Was haben wir hier? Ahoi! Bist du an Bord etwas seekrank? Nein, werde ich nicht. Obwohl, werde ich schon tatsächlich, ja. So, kurz was gedrückt. Matrose Heint hier. Super. Ja, Pikachu hat schon mal gesagt, weil wir jetzt tatsächlich einige Wasser-Pokémon treffen. Also gute Möglichkeit, dieses zu leveln. Gerade im Hinblick auf die nächste Arena, die uns schon sehr bald ins Haus steht. So. Und nochmal Donnerschock. Noch einen hinterher. Ich habe noch keine Möglichkeit. Ihn zu paralysieren. Dann setze ich nochmal Wasserdüse ein. So, jetzt ist unser Jurab erstmal schon down. Und wir haben Level 19 für Pikachu. Follow ein.
Schnabel. Hilft der Kapier aber. Na gut. Karate-Schlag ist immer eine Möglichkeit. Immer eine hohe Volker auf das Foto. So, dein Energiefokus kommt ein bisschen zu spät, Digga. Weil jetzt bist du down. Tschüss. Kleines Macholo. So. Dann nimm mal den Trainer mit. Hey du, wir machst mit einem Kampf gegen einen Matrosen. Matrose Klass fordert uns heraus. Er hat ein Quapsel an Bord. Gut, dann einmal kurz schocken. Ja, nein, hau ab mit dem Scheiß. Ich muss mir nun jetzt... Ja, hör auf mit dem Kack jetzt. Der wird jetzt auf Aquaknarre. Ah, fast. Jawohl, er ist paralysiert. Und es greift mit seiner Scheiß-Hypnose wieder an. Jetzt komme ich auf Duplex. Ja, aber klar. So, jetzt mal wieder ein bisschen heilen. Wie viel Pikachu will sich behalten? So, und jetzt weg mit dir. Du bist Quapsel. Midorino erreicht Level 22. Ah, du bist so stark. Und du bist ziemlich nervig mit deinem. Mit deiner Hypnose da und ständig. Ach, genau. Jetzt nervt mich halt. So, so, mal wieder mein Team ein bisschen hochhalten. So. Sperrstunde, die Party ist sogar vorbei. Das Schiff steht, sticht bald in See. Ist total übel. Ich hatte gehofft, etwas frische Luft würde vielleicht gegen die Seekrankheit helfen. Haben wir noch hier einen Trainer? Puh, ich will das Deck wohl nie sauber bekommen. Ich glaube, wenn du rumstehst, dann ja, nicht der Fall. So. Dann haben wir die Seite jetzt abgearbeitet. Weil ich das richtig im Schirm habe, auf dem Schirm habe. Fehlt jetzt, glaube ich, noch die komplette rechte Seite, ne? Ja, alles ist ja alles jetzt weg. Jetzt geht's hier weiter. Du siehst mir da aus. Hol dich doch am besten hier kurz aus. Ach, danke schön. Dann brauche ich gar nicht zum Pokémon Center zurück. Entschuldigung, war ich so aufdringlich? Ich habe mir Sorgen nicht gemacht. Würde mich an meinen kleinen Bruder erinnern. Ne, das ist nett, aber dann werde ich die Tränke nicht verballern müssen. Scheiße, hatte ich dran gedacht. Ah, egal, scheiß drauf, egal. Dann sind wir jetzt wieder halbwegs fit. Hm, wer bist du denn? Wer einfach ohne ein Wort reinzuklopfen. So ein unhöfliches Kind. Ja. Und der Gentleman Robert fordert uns heraus mit einem Fukano.
Oder du kriegst das mit der dünnen Welle. Wie wir das schon mal ein bisschen paralysiert haben. So, Lurino. Machen wir den Wechsel mal. Ja, nee, ist klar. Sofort eine Verbrennung drauf. Oh, gut, dann gehen wir mal auf Schaufler. Der eine brennt, der andere ist paralysiert. Na super. Na super. Ich dachte, okay, es reicht vielleicht irgendwie. Okay, dann muss ich definitiv, das mache ich auch definitiv mal dann offscreen. Weil ich werde mir nochmal, ich muss nochmal durch den Mondberg durch, ich muss nochmal genauer gucken. Mondstein. So, jetzt ist das Vulkan schon mal down. So, du hast ja wirklich keine Manieren. Gut, dann haben wir das auch. Dann gehe ich nochmal kurz zu der jungen Dame hier, die unser Team heilen soll, weil ich habe keine Feuerheiler. So, gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir hier. Dann fehlt es hier noch der Trainer, ne? Weißt du, was der größte Luxus ist? Eine ausgedehnte Kreuzfahrt buchen und dann den ganzen Tag in der Koje vorlinsen. Boah, ich kann die Kreuzfahrt buchen. Dann kann ich mir noch zu Hause hinlegen. Ich glaube, wenn ich die Kreuzfahrt buche, dann will ich da auf jeden Fall ein bisschen was sehen. Hier unten geht es auch weiter. Machen wir ein bisschen was entdecken. Okay, das reicht jetzt hier. Aber mein Partner-Pokémon ist super stark. Es kann sogar ultraschwere Felsen mir nichts sehen, nichts verschieben. Bei echten Matrosen gehören Kämpfe einfach zum Alltag. Jo. Matrose Leonard, was hat er denn für uns? Ein Fleckmon. Okay. Gut, dann drauf auf Fleckmon. Direkt die Paralyse, sehr schön. Geht auf Konfusion weiter. Ah, fast noch. Okay. So, Fleckmon ist auch down. Sehr gut. Ja, mein, was für ein Kampf. So, viele Töne hoffentlich fehlen hier nicht mehr auf dem Gang. Hier oben ist auch ein Mechaniker. Ich soll ihn jetzt mal ein Hyperheiler. Team. Du hast ja bestimmt auch einen Elektro-Pokémon, ne? So, Durchhaltung. Ziemlich lebhaftes Kind zu sein. Das gefällt mir. Mhm. Elektriker. Okay, Magnetido hat er jedenfalls. Ich habe Evoli nach vorne gezogen, weil Evoli halt Schaufler kann.
Tja, dein Schaufel hat. Donnerschlag hat nichts gebracht. Du bist nämlich direkt dauern. Tschüss. Kleines Magnetino. Oh, der hat sogar noch eins. Naja, vielleicht nicht mehr. Gleich. Das war schon. Oh, tschüss, Magnetino. Oh nein, verloren. So, ja, ich wollte gerade sagen, ein Item hier irgendwo. Ein Elixier. Och, Matrosen, dann Pokémon an ihrer Seite. Jo. Hinter. So, dann kriegst du jetzt mal einen Biss dran. Hey, mach mal Nevoli nicht nass, Digga. Komm. Quapsel, okay. Jetzt weiter mit dem Biss. Oh, fast sogar. Aber den Zurückschrecker, den kriegt er noch mit. So, tschüss. Kleines Quapsel. Ah, toll, gute Leistung. Ein Supertrank. Und noch einen Trainer, okay. Wahrscheinlich noch einen Trainer, ne? Jo, ein Angler. Hey, Neuer! Ich weiß ja nicht, ob du Pokémon aus dem Meer oder aus den Bergen einsetzt. Ich habe jedenfalls nur Pokémon aus dem Meer. Guck. Was hast du denn Schönes? Zwei Pokémon, ich weiß. Gordini auf jeden Fall der erste, so gut. Gordini setzt auf den roten Schlag ein, den Biss steckt das gut weg. Gordini setzt ruckzuck Keep ein, um nochmal einen draufzusetzen. K.O. Super. So, dann gehe ich auf Pikachu jetzt mal. Die reicht wahrscheinlich auch nach Level 22. So, jetzt haben wir dieses Sepa mal hoffentlich weg. Na, noch nicht ganz. So, tschüss, kleine Zipper. Dann bist du jetzt auch dran. Und Level 22 für Evoli. Wie ich erwartet hatte. So, dann sind wir hier durch. Und dann fehlt uns eigentlich nicht mehr so viel, oder? Nö, eigentlich nicht. Dann haben wir hier oben auch alles. Gut. Und dann gehen wir uns auch kurz rein. So, und dann haben wir es erledigt. Dann sind wir nämlich mit der MSN so gut wie durch. Wir haben noch die Trainer. Wir müssen jetzt hier hoch dann. Und dann gehen wir kurz mal beim Kapitän vorbeischauen.
Hey, Kev! Was ist denn noch? Da oben ist die Kabine des Kapitäns. Wenn du ihn fragst, bringt er dir vielleicht die geheime Technik bei, für die er bekannt ist. Aber gerade sah er leider nicht gut aus. Er scheint seekrank zu sein. Aber du solltest ihn trotzdem einen Besuch abstatten. Ach ja, bevor du hochgehst, lass mich doch eben überprüfen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Okay, du möchtest nochmal gegen uns kämpfen? Und jetzt hast du drei Pokémon. Das war schon mal ein Tauboga. Noch ein, komm. Ein bisschen Glück haben dabei. Na, schade, ich hab jetzt gehofft. Wir kriegen hier noch einen Zug. Gut, dann ist ein Tauboga schon mal down. Nein, er hat jetzt den Supertank sogar noch ein. Einen Ruckzuck geben, Alter, okay. Das hatte ich jetzt fast erwartet, dass er mir noch einen mitgibt. Aber sein Tauboga geht schon mal baden. Also Pikachu. Dann setze ich einen Dorino ein. Schaufler! Ich hoffe, jetzt sollte dein Donnerschlag erstmal schon durch. Tschüss, dein Donnerschlag trifft dich. Und damit ist Pikachu schon mal Geschichte bei ihm. Was hat er denn als letztes noch? Das ist das Pikachu von der Vergangenheit. Ja, okay. Girappler. Okay. Ja, uns fehlen halt, wie gesagt, noch zwei Teammitglieder, ein Feuer-Pokémon und ein Wasser-Pokémon, das ist klar. Aber die kriegen wir halt sehr spät erst. Ja, das Feuer-Pokémon dauert. Na gut, okay, dann gehen wir mal auf Biss. Hör auf mit dem Mist! Oh, ja, ist klar. Verliert doch nicht eine Runde. Anstatt dass du sagst, komm, ich greife doch mal mit Säure an. Nö. Scheiß drauf, ich lass ihn mal schlafen. Damit haben wir an sich 127 Erfahrungspunkte. Was? Das kann doch nicht schon wieder sein. Du hast wirklich schwer was auf dem Kasten, Kev. Aber das Leben geht weiter. Also los geht's zum Kapitän, lass dir seine geheime Technik beibringen. Bis später. Mir geht es gar nicht gut. Ich bin Sieger. Du zeigst dem Kapitän, wie er die Übelkeit mit Entspannungsübungen bekämpfen kann. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Oh, vielen Dank. Jetzt geht's mir gleich etwas besser. Was sagst du da? Du bist auch hier, um eine geheime Technik von mir zu lernen. Die gefällt dir natürlich gern. Komm doch mal hier rüber. Sieht so aus, als wolle auch dein Evoli geheime Technik unbedingt erlernen. Zum Beispiel, alle Menschen können geheime Technik erlernen. Du lässt dich locker, was? Ich bin um die ganze Welt geschippert, aber ein Pokémon, das eine geheime Technik erlernen will, ist mir noch nie untergekommen. Dein verwegener Blick sagt mir, dass du es wohl wirklich ernst meinst. Dann will ich mal nichts sagen. Ich werde diesem Evoli meine absolut unschlagbare geheime Technik beibringen. Komm doch mal hier rüber. Schau mir gut zu. Ja. Evoli hat die geheime Technik Spannschild erlernt. Ja, versenk mich doch. Dieses Pokémon hat es wirklich geschafft. Es hat die geheime Technik Spaltschnitt erlernt.
Falschschild hilft dir dabei, Sträucher aus dem Weg zu schaffen. Probier's doch einfach mal mit dem Strauch in Oran der City aus. Und jetzt, wo es mir besser geht, wird langsam Zeit für die Arbeit. Der Missionsschild bin bald nämlich in den See. Wird eine Weile dauern, bis der Orkan wieder in Oran der City vor Anker liegt. Bis dahin, passt gut auf dich auf. Jo, dann sind wir durch, liebe Leute, mit der MSN. Das hat eine sehr lange gedauert, aber es war mir fast klar. Das heißt, wir werden das Schiff jetzt verlassen, gut. Nein, darf ich nicht. Ich wollte eigentlich nach unten. Tschüss, Digga Matrose. So, kurz noch im Hallen. Dann haben wir alles. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen. Nur dann halte ich mich kurz noch. Wir haben ja gut wissen, was weggekriegt bekommen. Und dann sind wir heute, wie gesagt, durch mit der MSN. Das war lang genug. So, tschüss, Schiff. Liebe Leute, dann war's das für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann geht es weiter. Wahrscheinlich schon in der Arena hier in Oranje City. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao.